In Appenzell, far away from the city, most men still keep their army weapons at home. Swiss television went to knock on people's doors to see where they store their guns. Grüezi wohl, wir machen eine Umfrage, wo die Schweizer das Gewehr versorgt haben zu Hause. Wo haben sie es? Im Estrich oben. Dürfen wir schnell schauen? Okay. Ja. So in dem Kasten rein. Jetzt mal rausnehmen. Geht zwei? Ja, das andere ist mein Bruder, sie hat abgegeben. Und Sie haben Ihr Gewehr auch noch da? Ja, ist da noch irgendwo, ja. Ich weiß auch nicht, ist so irgendwo. Hey, da drin ist nichts, ist da ist noch ein Mann. Keine Ahnung, wo da ist. Nein, da drin ist es. So, da ist meine Klamotte noch. Neben sind wir da zuerst. Das brauchen Sie immer noch? Nein, ich bin schlechter Schütze. Virus kann man es jetzt hier abhalten. Und Munition habe ich ja sowieso keine da. Und wenn man jetzt ein Junge mal wieder einen Jungschützenkurs oder etwas hätte, hätte man schon eine Waffe, oder? A little later, the television inquirers ring the doorbell of a house right in the center of Appenzell. Entschuldigung, dürfen wir Sie fragen, wo Sie die Dienstwaffen versteckt haben? Nein, wieso? Wir machen eine Umfrage. Jeder Schweizer hat ja eine Dienstwaffe daheim, wo die versteckt sind. Ja, und jetzt soll ich Ihnen gerade sagen, wo ich meine Waffe habe. Das sage ich nicht. Aber Sie haben eine? Ja, was sonst? Also Sie wären dafür, man kann das daheim behalten. Ja, sicher. Ja. Im ländlichen Raum da wird Initiative Mühe haben. In rural regions, the initiative isn't likely to find a majority. Here, people support the army and don't see any problem in keeping guns at home. So what about cities? The researchers visited another home in an apartment building some kilometers away from Appenzell in St. Gallen. Grüezi wohl, wir machen eine Umfrage, wo die Schweizer ihre Armeewaffen lagern. Haben Sie eine daheim? Ja, ich habe eine daheim, ja. Dürfen wir mal schauen, wo haben Sie die gelagert? Ja, okay, ja. Was ist denn das, WG da? Ja genau, wir sind das zweite hier in dieser WG wegen dem Studium. Und die Waffe? Die habe ich jetzt da hinten gelagert. Einfach ohne Verschluss. Aber ja. Warum geht da rein? Ja, ich habe einfach nicht gewusst, wann ich sie sonst machen soll, weil die anderen Zimmer bewohne ich eigentlich und ich kann sie schlecht unter das Bett machen. Oder? Aber da ist eigentlich offen, da kann jeder reinlaufen, der bei euch Besuch kommt. Ja, sicher, ja. Finden Sie es dann sinnvoll, dass man die Waffe daheim hat? Ja, so sinnvoll ist es sicher nicht, weil es ist eigentlich gemacht für den Kriegsfall, dass man dann sofort einsatzbereit ist. Und das ist ja in der heutigen Zeit eher unwahrscheinlich, dass das eintrifft. Most of the people our TV crew spoke to in the city don't keep their guns at home. Es ist garantiert sicher im Zeughaus, ja. Ja, weil auch die Munition und all das, was man sagt, müssen wir abgeben. Also ich kenne ein paar, die auch Munition daheim haben zu den Waffen dazu. Political scientist Michael Herman believes that the initiative will be accepted in cities. The decisive fight for votes will take place in the suburbs in Midlands. The initiative only has a chance if it manages to convince more people than just army opponents. If it manages to convince people that it makes a difference to our security, that it will affect suicides and shooting sprees. It will have a chance if a lot of women vote for it. And people living in the Midlands, suburbs, and small towns. Not much time remains to convince people. The vote takes place on February 13th.